So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3, Folge Nummer 2. Nicht vergessen, mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel gespielt haben wollt. So, da ist der Dennis. Zack. Nette Fahrt, ha? Ja, war nett. Hab's erledigt. Gut. Zeig mir deine Karte. Ah, mal was trinken. Ach, die soll ich noch öffnen. M. Siehst du? Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Aha. Geschäfte, Abenteuer. Die Insel ruft nach dir. Und genau wie du sind die Händler hier von außerhalb. Auch sie brauchen die Funktürme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm. Ein wahrer Krieger muss jagen. So will es die Natur. Sieh auf die Karte und wähle dein Jagdrevier. Hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen, nicht die Natur. Hier. Also, willst du deine Freunde retten, musst du den Dschungel kennen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir, Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Geh. Kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst. Wie meinst du das? Was soll ich denn dort tun? Dennis Rogers. Nachdem ich was über das Netz herausfinden konnte, ist der Mann, der sich Dennis Rogers nennt, in Liberia aufgewachsen und mit 18 nach Amerika ausgewandert. Aus unbekannten Gründen verließ er das Land 10 Jahre später wieder. Er tingelte von Job zu Job und landete irgendwann auf Rook Island. Rook Island. Gut, auf Rook Island befinden wir uns. Ach du Scheiße. Transport, Seilrutsche. Wie kommt ihr dazu, die Stromkabel als Seilrutsche zu benutzen? Ist ja nicht so, als wären die Dinger von einem höheren Wesen extra für euch da hingestellt worden. Die Kids sind so gedankenlos heutzutage. Eines Tages führt einer von denen direkt in einen Vulkan. Merkt euch meine Worte. Mache ich dauernd. Tierwelt, Schlange, Kommentier wird von der... Was? Insulanern. Was ein Wort. So verabscheut wie die Schlange. Sie gilt als unsauber, sie zu essen ist tabu. Schlangengift von Rook Island wurde in den 50ern von der CIA verwendet, um Geheimnisse aus russischen Wissenschaftlern herauszufoltern. Aber auch als Alternative zu Wermut in Martinis. Was? Aber wie gesagt, hier ist wirklich alles... Grafik? Shoot! Nein. Seilrutsche, das haben wir doch gerade erst gelesen. So. 8 Dollar, neue Karte im Shop. Gut. Da haben wir noch einen Diamant, sehe ich gerade auf der Map. Genau. So. Bevor wir da ins Jagdrevier fahren, das da hinten markiert ist, fahren wir nochmal nach Amanaki, denn da war eine Gratiswaffe. Wurde uns ja angezeigt. Die STG 900 war das, glaube ich. So, da fahren wir mal hier lang. So, rechts haben wir schon Amanaki. So, da haben wir sogar Parkplätze. Sehr schön. So. Huch! Tag, Dennis. So, ich renne mal schnell rein. Ich werde die Folgen so auf 20 Minuten erstmal beschränken. Da ist unser Zuhause. Guten Tag. Hey Oma, ich brauche eine Waffe. Ach du Scheiße. Überall, wo so Ausrufezeichen sind, kann man gucken. Oh fuck. Ich hasse es, wenn etwas markiert ist. Ich klicke das mal alles weg. Keine Ahnung, was ich da jetzt gekauft habe. Faustwaffen. Mhm. Die Magnum. MPs. Wo ist denn die ST? Schrot finden. Müsste bei Sturmgewehre sein. Genau, da ist sie. Verkauft. Die STG 90, nicht 900. Haben wir schon? Ausrüsten. Ah, wir brauchen einen zweiten Waffengurt. Ja. Und zwar, ups. Annäherungsmine. Transport. Dedera.
Abgerundet, das Daran waren die Witcher. Oh Gott, das habe ich jetzt. Nee, vergiss es. Wenn, dann tu das Video stoppen. Alles tue ich nicht lesen. Das sage ich euch gleich von vornherein. So. Also, wir brauchen einen Waffengurt, damit wir eine zweite Waffe tragen können. Das wäre dann sowas wie, ja, in diesem Fall, das weiß ich halt schon, weil ich schon ein bisschen gespielt habe. Wir werden jetzt Wildschweine jagen, beziehungsweise häuten. Komm, gib Gummi. Jagen und dann häuten. Und, daraus stellen wir uns dann, glaube ich, einen Waffengurt oder sowas her. Womit wir dann eine zweite Waffe tragen können. Ich werde jetzt ein bisschen von der Story machen und danach werden wir so ein bisschen auf Jagd gehen. Das wird so ab Folge 3, 4, 5 sein. Da werden wir dann auf Jagd gehen, damit wir uns dann mal ein bisschen ausrüsten mit Munitionsgürteln und so weiter. Da habe ich mich natürlich schon ein bisschen... Oh, da war ein Jack oder sowas. So, ein rotes Blatt, zwei grüne Blätter, ein blaues Blatt und zwei Wildschweine heute. So, hier haben wir schon mal ein rotes Blatt. Zack. Kamin. Goldener Bienenkorb. Der goldene Bienenkorb ist wegen seiner einzigartiges Aussehen begehrt. Die meisten Einheimischen nutzen ihn als Dekoration, aber einige sehen darin ein Zeichen für Fruchtbarkeit. Wäre was für meine Freundin. Ha. Wirft ein paar Blüten auf dein... Das gibt's nicht. Wirf ein paar Blüten auf deine Frau. Und sie springt sofort in dein Bett. Das ist eine... Das benutze ich für meine Freundin. Sorry. So, da haben wir noch ein grünes Blatt. Das grüne Blatt. Pfeilwurzel. Pfeilwurzel wird in Asien vielseitig verwendet, ist gut verdaulich. Und ist gut verdaulich. Die Einheimischen von Rook Island machen daraus Pudding? Waren daraus vom Pudding über Kuchen bis zur Babynahrung so gut wie alles. Während die Piraten es benutzen, damit sie keine Eiskristalle auf eingefrorenen Leichen bilden. Okay. Aber hier ist echt jede beschissene Pflanze ist hier, verifiziert. Da sehe ich etwas, das will ich euch noch zeigen. Das habe ich nämlich, ist mir nämlich bei der Testaufnahme passiert. Da, seht ihr es? Da, dieses gelbe Ding hier im Wasser. Unter diesen Rosen verstecken sich immer oder fast immer Krokodile. Daher immer aufpassen, wo ihr schwimmen geht. Ich gehe jetzt mal hier rein, dann sieht man das vielleicht auch unter Wasser. Ne, müsste ich ein bisschen näher ran. Ich habe Angst, dass das Ding jetzt auf mich zuschwimmt. Oh, der Bildschirm wird rot. Schnell hoch! Oh. Seetang, drücke ESC. Zu spät. Scheiße. Handbuch. Das... Oh. Oh. Also hier sieht man alles, was noch zu 0 von 34 Außenposten, 2 von 38 Missionen erst gemacht, 1 von 18 Funktürmen. Also wir haben hier eine ganze Menge noch zu tun. Daher fragt lieber mal in den Kommentaren. So, Seetang. Die Rakyat benutzen Seetang seit Generationen als Diätnahrungsmittel. Nehme ich sofort. Man glaubt, es hilft ebenso gut beim Abnehmen. Echt jetzt? Wie vor Piraten mit Macheten davon zu laufen. Was und heute sollten die Insel an übergewichtige Hausraum vermieten und das Ganze die Angstdiät nennen. Der Tod wird wunderbar für die schlanke Linie. Ich gehe nach Afrika. Ah, Nase. Scheiße. Warum läuft mir die Nase immer beim Aufnehmen, Alter? Ah, da haben wir ein Wildschwein schon. Nummer 1. Wildschwein, ich hoffe, du bestehst nicht auf koschere Küche. Denn Wildschweine sind Hauptnahrungsquelle auf Rook Island. Ach du Scheiße. Ich hab mal Wildschwein gegessen. Das ist so ekelhaft, Alter. Oder Wildschweinwurst war das am Weihnachtsmarkt. Alter, ekelhaft. Waren hier nicht noch welche? Wo sind die hin? Hab doch nur einen Schuss abgegeben. Da haben wir noch grünes Blatt. Das sieht aber ein bisschen anders aus. Schraubenbaum. Aus dem Schraubenbaum werden die Rakyat normalerweise Matten und andere Gegenstände
Väter ein Wort? Ach, weben, nicht nee. Ja, weben. Die Raki hat Matten und andere Gegenstände. Man kann damit auch viele lokale Gerichte würzen. Die Pflanze an sich ist jedoch nicht essbar. Die Samen des Schraubenbaums sind schwimmfähig und können meilenweit über den Ozean reisen. So wie kubanische Flüchtlinge. Ach, schön. Wildschwein. Wir brauchen noch ein Wildschwein. Wildschwein, Wildschwein, Wildschwein. Wildschwein. So, in die Hocke. So ist man leiser. Ah, markiert haben wir es. Scheiße. Ah, getroffen habe ich es immerhin schon mal. Da ist auch Grafik, da waren Grafikfehler vom Blut. Ah, bleib stehen. Sag mal. Alter! Ich will jetzt nicht hinterher rennen, sonst rennt es immer weiter. Bleib stehen! Danke. Miststück. So vorsichtig. Na also. So, das ging doch schon besser. Zack. Ah. Deswegen sage ich also für Leute, die das zu viel ist. So. Töten und häuten zwei Wildschweine und sammeln Pflanzen. Haben wir gemacht. So. Rennen wir mal runter zum Auto. Da haben wir auch ein Wildschwein. Schnellreise, neues Tutorial. M-Karte öffnen, wähle ein Schnellreisesymbol, Schnellreise durchführen. Ich weiß nicht, wollen wir Schnellreise machen? Ach, machen wir es einfach. So. Schnellreise. Ja. Ach, da wird noch alles geladen. Ich bin immer noch in der Hocke. So, das ist unser Home. Genau. Schrotflinten. Ich mach mal die Ausrufezeichen weg. Tut mir leid. Ja. Ah, Scharfschütze. Scharfschütze werden uns auf alle Fälle holen. Und ein Bogen. Vom Bogen bin ich ein richtiger... Fan. So, ich hoffe, jetzt kommt gleich eine Zwischensequenz. Dann kann ich nämlich was trinken. Ich hab so ein Kratzen im Hals, das tut nicht gut. Ah, da ist er schon. Moin! Dennis, ich habe die Pflanzen und Tiere. Gut, forme die Natur nach deinem Willen. Ich zeige es dir. Herstellung, das ist neu. Jetzt benutze die Pflanzen, um zwei Spritzen herzustellen. Heile dich mit diesen medizinischen Spritzen. Heilung 2 Gesundheitsfelder. Okay. Grünes Blatt im Besitz 2 benötigt 1. Ich glaube, ich stelle mal. Soll ich gleich beide herstellen? So. Vielleicht findest du noch wirksamere Pflanzen im Wald, wenn du Glück hast. Nun, benutze die Häute der getöteten Tiere, um deine Taschen zu vergrößern. Die Herstellung ermöglicht dir, mehr Waffen, Geld, Beute und Spritzen zu tragen. Genau, also das, was. Eine Sache noch: Das Tatau auf deinem Arm. Es bedeutet, dass du besonders bist und die Seele eines Kriegers hast. Du bewegst dich auf einem Pfad. Ich zeige dir, wie du es ergänzt. Ich bin ganz normaler Tau. Lerne deine Fähigkeit. Du kannst 3 verschiedene Arten von Fähigkeiten lernen. Und nun zeige ich dir den Takedown. Granaten abkochen lassen, das werden wir auf alle Fälle auch noch machen. Wie viele Fähigkeitspunkte braucht es dann? Aber gut, erst den Takedown. Takedown, nähere dich deinem Gegner leise von hinten und schalte ihn mit F aus. Dreifacher Kill. Dreifacher XP pro Kill. So, Fähigkeit lernen. So, ja. Du wirst immer stärker. Und mit jeder Fähigkeit wird das Tatau größer. Nimm noch eins. Nähere dich unbemerkt einem Gegner. Drücke F, wenn das Symbol erscheint, um den Gegner auszuschalten. Du erhältst dreifache XP für jeden Kill. Tatau ansehen. Das ist unser Tatau. Finde ich geil, dass man sich das mal so angucken kann. So. Granaten abkochen lassen. Das werden wir auf alle Fälle auch noch machen. Jason. So. Aha. Das Tatau. Hey, Philippe. Wir fahren zum Außenposten bei Amanaki.
Wir haben hier eine Amerikanerin. Komm her, wird lustig. Was ist denn jetzt? Lisa. Oh, Scheiße. Wir müssen sie zurückholen. Komm, mir nach. Warte. Ich hole mir erst noch die, ich will noch das MG. Ach, kann ich noch nicht. Mann! Wir haben nur eine verkackte Pistole. Mit 14 Schuss nur. Technical. Technical? Ja. Egal. Wo sie hinbringen. Die Außenposten sind Festungen, die man überall auf Rook Island findet. Was Piraten benutzen sie, um die Gebiete zu kontrollieren. Also fahren wir direkt in den Kampf. Ja. Das ist gut so. Wenn wir deine Freundin befreien, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir führen Krieg gegen Vaas. Es ist wichtig, dass wir den Piraten die Außenposten abnehmen. Wenn die Rakyat einen erobern, wird das Gebiet sicherer. Alle können es dann schneller durchqueren und es ist eine Gelegenheit, Erfahrung als Krieger zu sammeln. Wer ist in dem Truck? Rakyat-Krieger. Die wahren Rakyat, die im Herzen der Insel leben. Durch das Tatau werden sie dir vertrauen. Hör zu, danke für die Hilfe. Aber ich will nur Lisha befreien und meine Freunde finden. Und meinen Bruder. Das ist die einzige Chance, sie Leben zu retten. Du bist aus dem Sklavenlager entkommen und lebst noch. Es ist Zeit zu kämpfen. Wir sind alle gleich, Jason. Es gibt nur einige, die nicht handeln. Das ist der Unterschied. Ich brauche eine Gehaltserhöhung. Ich kann das. So wie du war ich einst ein Fremder. Gut, Technical. Wenn du in der Story vorankommst, schaltest du neue Anleitungen frei. Stelle Spritzen für temporäre Verbesserungen her. Stell Ausrüstungsstücke her, um deine Inventarkapazität zu erhöhen. Du bist nicht allein, mein Freund. Die Rakyat. Die Rakyat leben schon immer auf Rook Island. Wie die Felsen vor der. Oder und der Sand an der Küste sind die Überlebenden bewahrt. Von Geheimnissen nur wenigen wird Zugang zu ihrer Kultur gewährt. Und noch weniger dürfen sich den Reihen ihrer Krieger anschließen. Und wir sind einer der Glücklichen, die das dürfen. Wir werden mit dem Angriff auf dich warten. Jason, Dennis hat dir das Tatau geschickt. Mein Freund, jetzt musst du kämpfen. Du kannst ja, wie, Alter? Sie aus der Entfernung ausschalten oder dich anschleichen. Deine Entscheidung. Drecksack. Okay, halte 1, Waffen anzeigen. Aha. X vorherige Waffe. Waffe? Waffe. Ah. Okay, wir haben einen Molotow-Cocktail. Die 911er. Und zwei Granaten. Und eine Annäherungsmine. Ah, gut. So. Wir greifen dann mal das. Gebiet. Ah, hier ist es schon. Der Rakyat an. Der Rakyat. Der Piraten. Ich sag immer Rakyat. Aber das machen wir dann mal in der nächsten Folge. Wir sind wieder knapp bei unseren 20 Minuten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Folge Nummer 3 bei Far Cry 3. Ha! Zahlenspiel.